Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist wieder Dirk Seufert. Ich freue mich sehr. Auch heute ein ganz spannendes Thema, das uns alle beschäftigt, das uns allen am Herzen liegt, nämlich die neue Erde, Aufstieg in die fünfte Dimension. Was bedeutet das? Was erwartet uns? Und was dürfen wir dazu tun, um bereit zu werden? Lieber Dirk, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich. Danke dir, liebe Michelle. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, mein Lieber, ihr habt schon gesagt, was dürfen wir tun? Was erwartet uns? Wie dürfen wir uns die neue Erde vorstellen? Ist die wirklich so weit weg oder sind zum Teil einige von uns ja schon dort? Ja, also dieses Thema ist ja im Moment, sagen wir mal, richtig aktuell. Extrem wollte ich nicht sagen, aber richtig aktuell. Es ist eher so, also das Thema ist grundsätzlich, es ist ja eine, kann man fast sagen, eine Art Parallelwelt. Und ich habe selber es schon erlebt und habe auch einige Menschen kennengelernt, die mal eingetaucht sind in diese Parallelwelt. Und das ist dann festzustellen, wenn du plötzlich an einem Ort bist, der normalerweise gut gefüllt sein sollte mit Autos, also Parkplätzen und viele Personen. Und du kommst dahin und denkst, wo sind die ganzen Leute? Es ist ziemlich leer, vielleicht sogar auch an einem Sonntag oder so, wo man denkt, da ist ganz schön was los. Also ich kann zum Beispiel in einer bekanntesten, die in so ein Erlebnis hatte, war der Rainer Feißle zum Beispiel, der das erzählt hat. Und dann habe ich auch eine Bekannte, die mir sogar gesagt hat, man soll es nicht glauben, die haben sich in der Stadt verabredet, in der Fußgängerzone, an einer Parkbank und standen ungelogen 5 Meter voneinander entfernt und haben sich nicht gesehen. Und zwar, weil sie in der neuen Dimension war, in dieser Parallelwelt. Sie hat sich noch gewundert, hat sie mir erzählt, als sie in die Stadt gegangen ist, dass so wenig Leute in der Fußgängerzone sind, wo um die Uhrzeit normalerweise eigentlich viel mehr los ist. Und dann haben sie sich, also sie ist dann zur Parkbank gelaufen, da war er aber nicht. Und er stand aber schon längst da und hat geguckt und sie hat sie nicht gesehen. Und erst als sie ihr Handy gezückt haben und miteinander telefoniert haben, wo denn der eine wäre und der andere, und dann plötzlich ist die Energie abgesunken und dann ist sie wieder aufgetaucht und dann haben sie sich gesehen. Aber das ist schon außergewöhnlich, ja. Ansonsten, ich selber habe es auch erlebt. Letztes Jahr, da hatten meine Frau und ich hatten zwischendrin Hunger und sind auch in den Ort reingefahren, wo normalerweise auch nur, sind normal nur zwei Parkplätze. Und da dachte ich schon, na, mal gucken, ob die frei sind. Und die waren auch frei und wir kommen in das Geschäft rein und es ist leer. Wir bestellen, nehmen unser Essen am Tisch und in dem Moment geht die Tür auf und es kommen 10 Leute rein. So, sowas zum Beispiel, ja. Ich Und kenne das, ich habe das erlebt bei Vernissagen früher. Ich bin ja Künstlerin auch und habe früher sehr viele Vernissagen gemacht, aber auch Vernissagen besucht. Und es ist mir immer wieder passiert, dass ich auf einer Vernissage war und wirklich wie eine Tarnkappe auf hatte. Also ich habe mir damals gedacht, ja, wäre nett, ins Gespräch zu kommen, aber die haben mich nicht wahrgenommen. Das war ganz, ganz interessant. Also das war die, ja, umgekehrte Geschichte, ja. Also da war ich offensichtlich in einer anderen Schwingung und ich hatte keine Ahnung, warum. Ich habe mir gedacht, ja, komisch, ja. Okay, bin nicht wahrnehmbar, ja. Ganz spannend. ja, aber gerade dieses Wahrnehmen ist wirklich oft mittlerweile, ich hatte es glaube ich in einem Video von uns sogar auch besprochen gehabt, wenn du in einer anderen Frequenz bist, dann also gucken die Leute zwar in deine Richtung, sehen dich aber nicht. Ja? Und ich habe das ja mal wirklich ausprobiert vor ein paar Jahren in einem Lokal, wo ich mich hingesetzt habe und habe bewusst meine Energie hochgefahren. Und die Bedienung ist 5, 6 Mal an mir vorbeigelaufen. Und als ich dann wieder gedacht habe, es reicht jetzt. Und dann ist sie völlig erschrocken, weil sie gedacht hat, um Gottes Willen, habe ich sie vergessen. Dann hat sie gesagt, ne, habe ich gesagt, nee, nee, alles gut, das passt schon. Also, sie gucken zwar in deine Richtung, aber sie können dich nicht orten, sie nehmen dich nicht wahr. Und weil du gesprochen hast, was erwartet uns in der neuen Erde? Also, es ist ja im Moment gerade so, dass eine zweite physische Erde im Moment am Entstehen ist. So.
Und wir hatten ja beim letzten Mal, beim Video, über die Innererde gesprochen, mit den ganzen Städten. Und in der fünften Dimension ist es so, dass das Innere nach außen tritt. Das heißt, wenn wir in die fünfte Dimension direkt eintauchen, sehen wir diese ganzen Städte. Ja? Nehmen wir sie wahr. Richtig, genau. Wir können also hinlaufen, wir können mit den Bewohnern sprechen und so. Also es ist alles in dem Moment für uns real. Ja? Und was erwartet uns dort? In erster Linie geht es darum, und das hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich auch bei Robin, im Moment ist es ja so, dass wir der Materie dienen. Das kannst du daran erkennen, dass wir, um von A nach B zu kommen, entweder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen müssen oder unser eigenes Auto. Und in der fünften Dimension wird es sein, dass die Materie uns dient. Das heißt, wir erschaffen. Ich habe das sehr schön mal erleben dürfen, wie gesagt, damals auf Telos, wo ich da war, wo ich dir erzählt habe in der Küche, wo es eigentlich keine Küche gibt, aber dieser Automat, wo du per Gedankenkraft dieser Maschine sozusagen das einsuggerierst oder das Bild ihm schickst, was du haben willst, und das setzt es um. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Punkt, um das zu sagen, das so dient mir die Materie. Ja, ich bestimme und das Gerät spuckt es entsprechend aus, Also sozusagen. das ist echtes Manifestieren eigentlich, nicht? Richtig, genau, ja. Genau. Und es ist auch so, dass es in der fünften Dimension keine normalen Zahlungsmittel mehr gibt. Also Banken und sowas wird es nicht mehr geben. Das brauchen wir nicht mehr, weil du letztendlich, weil wir ja die Materie uns dient, wir können das erschaffen, was wir brauchen. Also müssen wir uns auch nichts kaufen in dem Sinne. Dann wird es natürlich auch Berufe geben, die es hier noch gar nicht gibt. Es wird Gesundheitszentren oder Gesundheitshäuser geben, keine Krankenhäuser. Weil natürlich vielleicht der eine oder andere, auch wenn er in die fünfte Dimension übergeht, noch vielleicht irgendwas mitnimmt an alten Mustern oder so, und die kann er in den Gesundheitshäusern sozusagen lösen und sich davon befreien. Dann ist es so, dass es jetzt im Moment natürlich wichtig ist, um in diese fünfte Dimension auch eintauchen zu können, dass wir lernen, einmal mehr und mehr in der Gegenwart zu sein, weil du kennst es auch. Ich sage jetzt mal, es geht schon beim Essen los, da guckt man aufs Handy oder denkt, ah, was kann ich noch einkaufen oder was muss ich da noch machen oder hier noch machen, und ich bin eigentlich gar nicht wirklich da. Und ich fand es so toll, ich habe von einem Meister, habe ich gelesen, und der hat also so eine kleine Geschichte, da ist der Schüler, kommt zu dem Meister und sagt, Meister, wie kann ich die Meisterschaft erreichen? Und dann sagt der Meister, wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und dann sagt der Schüler, ja, das mache ich ja sowieso. Und geht dann wutentbrannt wieder weg. Und nach einiger Zeit kommt er wieder zu ihm und fragt ihn genau das Gleiche. Und was antwortete der Meister? Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Also es geht eigentlich nur darum, um im absoluten Jetzt sich zu sein. Ja? Ich habe das mal früher mal ausprobiert. Ich wollte dann, als ich ziemlich am Anfang auch war, ich bügel meine Hemden normal selber. Und ich hatte in der Regel eigentlich immer so gute 2 Stunden ungefähr gebraucht, um die ganzen Hemden zu bügeln. Und ich habe das erste Mal von dieser sogenannten Gegenwartsübung erfahren, dachte ich, das probiere ich jetzt mal aus. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also ich habe wirklich die Hälfte der Zeit gebraucht für die ganze Menge. Aber es war natürlich am Anfang schon, ich nenne es jetzt einfach mal tricky, weil du dich immer wieder zurückholen musstest. Und ich habe mich unwahrscheinlich schnell ertappt, wie meine Gedanken irgendwo hingegangen sind, anstatt ich gesagt habe, jetzt bist du aber beim Bügeln. Ja, also das ist schon eine Übung, ein Training. Ja, also ich spreche von Bewusstheit zum Unterschied von Bewusstsein, ja. Ja. Und das liegt daran, ich meine, unser Hirn kann Dinge automatisieren. Das ist ja an sich praktisch, ja. Nur wenn wir den ganzen Tag auf Autopilotenmodus unterwegs sind, ist das nicht praktisch, ja. Und vor allem, also die fünfte Dimension braucht diese Bewusstheit. Das ist richtig, ja. Genau.
Was zum Beispiel sehr schön ist, ich habe ja immer davon berichtet, dass ich eine Pilotenausbildung gemacht habe. Und wenn du heute Pilot bei uns werden willst, im Cockpit und so, dann musst du natürlich erstmal entweder, ja, im Studium nicht, aber die Ausbildung machen, und die ist ja ziemlich intensiv und wird ja sehr viel von dir abverlangt und so weiter. Und das ist der Vorteil, das haben wir in der fünften Dimension nicht mehr. Das heißt, es kann jeder, der wirklich will, eine einfache, in Anführungszeichen, Pilotenausbildung machen, wie einen kleinen Führerschein. Man kann praktisch lernen, mit den Flugobjekten zu fliegen. Ja, also da ist es wesentlich leichter, weil es hier nicht um die Technik geht, wie man jetzt normal in einem Cockpit normal sieht. Das sieht ja aus, da denkst du, um Gott, dann diesen ganzen vielen Schalter und die ganzen Instrumente und so weiter. Und das hast du da nicht. Sondern in erster Linie geht es einmal darum, dass du den Respekt und die Achtung hast für dieses Fluggerät, was meistens dann auch Lebewesen sind, nicht immer, aber sehr häufig. Und du lernst in erster Linie auch, dass du praktisch mit deinen Energien in den Gedanken die entsprechenden Tasten sozusagen drücken kannst. Also es ist eigentlich eher, ich will es jetzt einfach mal sagen, auf Körperbeherrschung, aber mit Energie leiten. Ja? Ich würde es Bewusstheit nennen. Genau. Weil wenn du da rausfällst, bist wahrscheinlich, landest wahrscheinlich irgendwo, wo du nicht landen möchtest. Genau so ist es ja. Und also das sind zum Beispiel so Unterschiede gegenüber unserer 3- oder 4D-Welt. Dann auch das Thema hatte ich ja auch, hatten wir das letzte Mal auch bei In der Erde mit dem Essen. Also es wird in dem Sinne keine Tierzucht mehr geben. Es wird keine, also Fleisch in der Hinsicht wird es so nicht mehr geben, weil es in erster Linie auch um totes, wie sagt man, tote Energie geht. Und hier geht es darum, in der fünften Dimension lebend, also das heißt Pflanzen zum Beispiel, ja. Also Aber richtige Lebensmittel. richtig, Heißt genau. ja so, Du ja. hast es richtig, ja, genau, du hast es richtig ausgesprochen. Es geht um Lebens. Und aber wenn du auch in dieser Energie drin bist, wirst du auch das Empfinden nach Hunger in dem Sinne kaum haben, weil du sehr stark an das Göttliche angebunden bist. Also hier kommt wieder mein Christusbewusstsein. Und es geht darum, damit sozusagen vom Göttlichen versorgt zu werden. Also Ja. auch da ist es so, dass das nicht die Materie uns beherrscht, also das Essen müssen, das Essen brauchen, sondern wir das meistern. Sagen wir so, wir brauchen es ja gar nicht beherrschen, ja, sondern diese auch diese Bedürftigkeit, ja, nicht mehr da Richtig. ist. Ja, genau darum geht es. Und auch die Kommunikation untereinander ist teilweise, ich habe ja jetzt schon Sprachschwierigkeiten manchmal, Wortfindungsstörungen nennt man das. Da gibt es so eine lustige Geschichte. Ich habe eine Bekannten, wollte ich erzählen, weil ich esse sehr gerne auch Oliven. Und ich hatte diese Olive im Geiste vor mir. Aber meinst du, mir wäre das Wort eingefallen? Dann habe ich sie versucht zu umschreiben. Sie hat sich bald totgelacht. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so mal nach Zahlen, weißt du, so der eine geht und so ungefähr. Es war eine lustige Geschichte. Und ich wollte deswegen darauf zurückkommen, weil es geht darum, wir haben oft mit unserer Sprache, können wir nicht wirklich das ausdrücken, was wir auch empfinden. Es fehlen uns manchmal regelrecht die Worte. In der fünften Dimension geht es hauptsächlich darum, da spricht die Sprache der Gefühle. Ja, Telepathie und so, das steht eigentlich eher im Vordergrund. Also dieses Umständliche, wie es bei uns auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mit den ganzen Zeiten und der Grammatik und dem Ganzen, also das ist so, fällt komplett weg. Telepathie und Empathie. Empathie ist ja für mich auch eine Kommunikationsspanne. Richtig, genau. Ja. Und vor allem ist natürlich auch die Frage, hatte ich auch schon mal gehabt, ja, es wird, wie ist es denn mit der Zeit? Ja, die Zeit existiert dann nicht mehr. Ja, und wie verabrede ich mich? Sag ich, wenn du den Wunsch äußerst, wird der andere da sein, weil die Offenheit
dafür da ist. Also Mhm. das ist auch zum Beispiel, also du siehst schon anhand der Bereiche, um die es geht, geht es immer mehr um dieses Thema Freiheit. Ja. Und unsere wahre Größe, also das sind ja alles Dinge, die in uns angelegt sind, aber sie sind blockiert, ja. Also wir haben irgendwo das Gefühl, da ist so wie eine Zwischendecke eingezogen, ja. Und das darf sich jetzt auflösen. Wir dürfen also in uns selbst hineinwachsen, ja. Richtig, genau. Es geht darum, diese alten Muster, diese alten Strukturen. Und wir hatten es ja auch mal gehabt in unserem Gespräch von den alten Erziehungsmethoden. Also das heißt, wie du erzogen worden bist. Jeder hat seine unterschiedlichen Erfahrungen da gesammelt. Und die haben uns letztendlich ja geprägt und uns eine Welt dargestellt, wo wir geglaubt haben, das ist jetzt die Wahrheit. Ja, und sind aber öfters dann immer wo angeeckt oder haben festgestellt, dass es doch nicht wirklich die Wahrheit ist, weil es dann doch, weil wir andere Dinge kennengelernt haben. Und darum ging es eigentlich. Und das ist natürlich auch jetzt in dieser Zeit für viele ein größeres Problem, weil es jetzt immer mehr an die Oberfläche kommt. Wir haben ja, glaube, wir haben das mal in dem einen Video, ich weiß nicht, ob das das erste Video war, wo wir gemacht haben miteinander, wo ich gesagt habe, wir erhöhen ja Stück für Stück die Schwingung auf der Erde. Also die Frequenz wird angehoben, immer mehr. Und da kommt natürlich das Ganze jetzt immer mehr an die Oberfläche, ans Tageslicht. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, da eine Lösung auch dafür zu haben. Jetzt habe ich dieses Problem, ja, was mache ich jetzt damit? Wie werde ich es los? Und zum Glück gibt es ja sehr viele mittlerweile, die auch therapeutisch unterwegs sind und ja eben einen Ansatz haben oder Seminare, wo auch immer. Also wichtig dabei ist, das kann ich auf jeden Fall sagen, was jetzt in der Zeit auch entscheidend ist, arbeitet jetzt mit der hohen geistigen Welt zusammen. Arbeitet damit. Ihr habt euren Schutzengel, ihr habt eure Erzengel oder wen auch immer. Es ist nicht entscheidend, wen ich anrufe. Es ist entscheidend, dass ich es mache, weil wir den freien Willen haben. Wir müssen auf die Engelwelt zukommen. Ja. Sie helfen uns nur, wenn wir in Gefahr geraten. Also wenn es was ist, wo es nicht in unserem Vorgeht. Aber ansonsten im Alltag und so dürfen wir sie letztendlich um Unterstützung bitten. Und das können wir mit allem machen. Ja, also wenn ich irgendwo ein Problem habe und komme damit nicht klar, dann kann ich zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich bitte jetzt die hohe geistige Welt, dass sie mir einen Lösungsweg aufzeigen. Sie werden mir keine Lösung präsentieren, das nicht. Aber sie können mir einen Lösungsweg aufzeigen. Und dann ist es wichtig, wenn ich die geistige Welt um Unterstützung gebeten habe, dass ich dann 3 Tage lang aufmerksam bin. Das kann ein Buch sein, was mir in die Hände fällt. Das kann plötzlich irgendein Fremder sein, dem ich begegne, der irgendwas erzählt, wobei er es selber vielleicht teilweise gar nicht weiß, sondern weil der Engel entsprechend gesprochen hat. So Sachen oder irgendeine Situation. Oder ich habe mal mit meiner damaligen Frau im Kino gesessen und plötzlich kam eine Schrift im Kino, die genau das Thema angesprochen hat, worum ich gebeten hatte. Und interessant war, dass das nur wir beide gesehen haben. Die anderen, die haben dann später mal gefragt und so beim Film oder auch der ist ja dann auch im Fernsehen später gelaufen und da ist dieser Satz nie gekommen. Den gab es gar nicht. Aber ich habe um einen Hinweis gebeten und er kam. Auch da braucht es Bewusstheit, ne, um das Ja. wahrzunehmen. Ne? Ich möchte noch mal kurz auf die Erziehung zurückkommen, weil ich hab vor kurzem ein Gespräch gehabt dazu. Wir werden durch Kritik erzogen in der dritten Dimension. Ja? Also, so wie du gesagt hast, wir kriegen sehr viele Nein. Und wir kriegen zum Beispiel Sätze wie, wenn du das machst, habe ich dich nicht mehr lieb. Oder wenn du das nicht machst oder weiter. Ja? Oder wenn wir uns etwas wünschen, das hast du nicht verdient. Und dann tun wir uns wahnsinnig schwer, uns selbst zu lieben. Und Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Selbstanerkennung ist ja wichtig. Du sagst ja immer, auch mit der geistigen Welt auf Augenhöhe, ja? Und dazu ist wichtig, dass wir erstmal erkennen, wer wir sind, aber uns wirklich annehmen, auch so, wie wir sind, ja? Also so dieses, alles ist gut, so wie es ist,
Aber auch wir sind gut so, wie wir sind, ja. Und da ist die Erziehung natürlich nicht wirklich förderlich, ja. Also. Das ist richtig. Du sprichst allerdings auch etwas an. Ich hatte ja vor 14 Tagen oder fast 3 Wochen, jetzt ist es mittlerweile her, ein Seminar, die Prophezeiungen von Celestine. Ich werde das jetzt auch im Dezember, am 2. und 3. Dezember nochmal wiederholen, weil die Sollten Nachfrage wir kommt. eigenes Gespräch dazu machen, gell? Können wir gern machen. Aber ich will auf etwas Wichtiges eingehen, gerade mit dem Thema Erziehung. Und ich habe mich selber auch ertappt. Ich habe ja selber mittlerweile 2 erwachsene Söhne. Und interessant ist, dass es bei Celestine gut beschrieben ist, es geht um die sogenannten Dramen, die wir haben. Und oft haben wir als Erwachsene unseren Kindern gegenüber 2 Dramen. Einmal ist es der Einschüchterer, also etwas zu sagen, ne, wenn du jetzt nicht das und das und das, oder den Vernehmungsbeamten. Ja. Ja, also das heißt, Fehler, ich habe einen Fehler gefunden und da reite ich jetzt drauf rum. Und es ist jedes Mal so, dass Energie abgezogen wird. Weil das Kind fühlt sich dann in dem Umfeld schlecht, fühlt sich total klein. Es ist generell klein wegen der Größe, aber es fühlt sich energetisch klein und dann holt sich die Eltern entsprechend dafür die Energie. Und das ist genau der Punkt. Deswegen ist es wichtig, dass du das ansprichst. Das gibt es in der 5. Dimension nicht mehr. Ja, sondern hier Weil gibt es. wir an die göttliche Energie angeschlossen sind. Ne? Richtig, wir sind versorgt und zum anderen geht es auch darum, das Kind sich entwickeln zu lassen. Und zwar geht es darum, zu erkennen, wo sind die Stärken des Kindes, nicht hergehen die Schwächen, ah, du musst jetzt, ich sage jetzt mal, wie in unserer Welt noch, jetzt kriegst du Nachhilfe oder jetzt musst du da halt mehr trainieren oder da musst du jetzt noch mehr machen oder ja, sondern du guckst, wo hat das Kind wirklich seine Stärken und darauf wird eher gefördert und unterstützt. Ich kann das ganz gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, weil ich kenne das noch von den Plejaden, wo ich gelebt habe. Da läuft es wirklich so, dass du zwar ein Kind auf die Welt bringst, aber es ist nicht dein Kind, sondern es ist ein Kind und du hast dich als Entwickler, Erzeuger, wie auch immer, zur Verfügung gestellt. Und wenn du dann merkst, spätestens nach unserer Zeitrechnung, nach dem 3. Lebensjahr, wo das Kind seine Besonderheiten hat, gibst du das Kind an andere weiter. Ja? Und die ziehen das Kind genauso auf, wie wenn es ihr eigenes wäre. Und genauso bekommst du auch von anderen ein anderes Kind, was du genauso mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Hingabe und so auch erziehst. Ja? Wobei, danke Jungs und Mädels, es heißt dann auch nicht mehr Erziehung, sondern Förderung. Es gibt dann keine Erziehung mehr. Es gibt Ja, Begleitung eigentlich noch Oder besser, ja, sogar. weil wir haben ja unser Potenzial in uns und das Wichtigste ist, also so wie eine Blume braucht Sonne und Wasser und das brauchen wir, um das Potenzial, das in uns angelegt ist, zu entfalten, ja. Genau so ist es. Ja. Wie schaut es mit Beziehungen in der 5. Dimension aus? Ist ja auch nicht gerade ein unwichtiges Thema. Also Beziehungen wird es keine geben. Die Beziehung, das Wort ziehen ist. Ja. Oh, ich weiß, was du meinst. Nein, es wird Partnerschaften schon geben. Allerdings, wie gesagt, auch hier nicht mehr in der jetzigen Form, weil in vielen Partnerschaften ist es so, am Anfang ist man hoch verliebt, gibt sich ohne Ende, also jeder gibt dem anderen, ne, ist alles toll, prima. Und irgendwann flacht es ab, wo der eine denkt, na, der hat mir weniger gegeben, na, dann gebe ich dem auch jetzt weniger. Und so baut es immer mehr ab, weil wir oft voneinander abhängig sind. Das heißt, ich selber habe in mir einen Mangel und habe jetzt das Gefühl, der andere muss mir diesen Mangel auffüllen. Ja, Ein Tauschgeschäft. genau. Ich kenne so einen typischen Satz, den hatte ich schon von ein paar Frauen mal gehört früher. Ja, wenn wir mal verheiratet sind, dann kriege ich den schon. Dann mache ich mir den schon so. Ne? So, ja, ist wirklich. Das ist natürlich immer grundsätzlich schiefgegangen, auf Dauer. Aber der Punkt ist einfach, in der Partnerschaft, in der 5. Dimension, geht es wirklich in einem Geben, ohne etwas dafür zu verlangen. Also wirklich ein Miteinander auch, unterstützend. Und es wird
in erster Linie auch dieses, ich sage es jetzt mal, das Gefühl an Sexualität, wie wir es hier noch haben, wird es so auch nicht mehr geben. Also ich kann das, ich weiß nicht, ob wir das Video gemacht haben oder ich damals mit Shari, wo es darum ging, ich habe ja einmal im Mutterschiff, habe ich das ja mal erlebt, wie zwei ein Kind auf die Welt bringen. Nein, das war mit der Schare. All mit der Shari damals. Du kannst das hier nochmal beschreiben, diese schöne Beschreibung. Ja. Also zwei, die haben sich in einen, es gab einen besonderen Raum, gab es dafür zur Verfügung, und die haben sich gegenüber gesessen und haben ihre Auren miteinander verbunden und eine Schwingung erzeugt, die den ganzen Raum erfüllt hat. Und dann hast du oben ein Lichtchen gesehen, wie so ein kleiner Stern, der langsam runterkam, der in diese Energie eingetaucht ist. Und dann wurde das immer größer, wie so ein Cancan, was du. Und da hast du dann plötzlich gesehen, wie sich ein humanoides Wesen da drin entwickelt, wie bei der Geburt auch. Und dann haben beide, aber die waren beide, also beide waren gleich beteiligt. Ja. Und dann, nachdem dieser Humanoid komplett ausgebildet war, ist dieser Kokon, also diese Glocke oder was das war, aus Licht, ist langsam in den Boden runter. Und dann hat die sich aufgelöst und dann war dieses fertige Baby da. Und der ganze Vorgang hat nach unserer Zeitrechnung etwa eine Stunde gedauert. Also sehr, sehr schnell. Ja. Die Frau musste nicht leiden, wie man es oft eben hat bei Geburten manchmal. Ja, wollte gerade sagen, überhaupt auch der die ganze Schwangerschaft. Ich meine, so schön dieses Werden des Kindes ist für eine Mutter, aber es ist schon mühsam, ja. Aber es ist so typisch 3D, ja. Da ist alles schwer und lang und tut auch dann noch weh, ja. Ja. Und ja. Also es ist wirklich ein sehr schöner Liebesakt gewesen. Also diese beiden. Und du bist dann auch so erfüllt von dieser Liebe miteinander. Also ich habe dann später mal nochmal mit beiden gesprochen, um noch ein bisschen zu erfahren, wie fühlt sich das an, weil das war natürlich schon spektakulär für mich. Und dann haben sie gesagt, das ist unbeschreiblich. Das kann man mit einer normalen sexuellen Vereinigung gar nicht vergleichen. Also das ist, weil diese Liebe so hochschwingend nachher ist. Das Tolle ist halt auch für die Partner und gerade eben auch für die Frau, dass der Mann genauso viel Anteil dabei hat. Ja, also nicht, dass man sagt, naja, du hast jetzt einmal und dann der Rest mache ich, sondern beide sind gleichzeitig dafür verantwortlich und haben gemeinsam dieses Kind eingeladen. Und was eben auch sehr schön ist, habe ich dann auch gefragt, wann ist denn für euch der Zeitpunkt gewesen, das jetzt zu vollziehen? Und dann haben sie gesagt, sie haben also es hat jemand angedockt bei ihnen und hat sie eben gefragt, er würde gerne aufs Schiff kommen, also er würde gerne. Und daraufhin haben die sich erstmal mit dieser Seele verbunden, ja, die da kommen will. Und dann wurde der Zeitpunkt entsprechend ausgewählt miteinander. Und dann haben sie sich gemeinsam eben in diesem Raum dann begeben und haben diesen Akt vollzogen. Traumhaft schön gewesen. Also wirklich, das war schon voller Hingabe, voller, ja, ich kann es gar nicht Wobei, beschreiben. ein bisschen davon können wir auch jetzt schon in 3D erleben, ne? Also ich empfehle zum Beispiel allen Frauen, die ein Kind sich wünschen, schon mal mit der Seele in Kontakt zu treten, ja? Und dann auch während der Schwangerschaft in Kontakt zu bleiben. Da gibt es zum Beispiel die schöne, ich habe ein Stethoskop natürlich als Medizinerin gehabt und ich habe in der Früh immer mein Stethoskop genommen und habe mit den Herztönen einfach mit meinem Kind kommuniziert, ja. Das ist einfach auch da wieder die Bewusstheit, ja. Wobei das geht dann, also das, was du beschreibst, ist ja, ja auch so eine Gänsehautgeschichte, ja. Das ist wirklich göttliche Liebe, ja. In Wahrheit sind wir ja göttlich in diesem, auch in unserem Fall, ja, in diesem, wir erschaffen ein neues Lebewesen, ja, oder es erschafft sich durch uns, ja. Schön. Ja, man kann manchmal dieses, schadet, aber dieses Gefühl kann man gar nicht ausdrücken, richtig, was da auch für mich als Zuseher in dem Falle, was ich da erleben durfte, was für eine Ehre es auch war, dabei zu sein und das zu erfahren. Und in ähnlicher Form wird es dann auch in der fünften Dimension sein. Also den normalen Geschlechtsakt, wie wir es bisher hier gekannt haben, wird es so in der Form nicht mehr geben. Ja, weil wir dann einfach eine ganz andere Stufe haben, eine ganz andere Frequenz. Ja.
Also es wird ja das Körperliche vom Energetischen abgelöst, wobei das Energetische ja jetzt mitspielen kann, wenn zwei bewusst zusammenkommen, aber auch da wieder, ja, nicht die Materie beherrscht uns, also unsere Triebe, sondern wir können quasi das meistern. Also diese Triebe sind ja, also wenn man ein Kind zeugt, sind ja quasi Ausdruck eines Wunsches, ja. Also ich hab ja das Gefühl, man sagt ja, also da sitzen die Seelen auf der Vorhangstange und warten, wer darf da kommen, ja. Aber ich glaube ja immer, dass ein Zeugungsakt immer so ein Akt zwischen dreien ist oder mehreren, wenn es Mehrlinge sind, ja. Aber das sind halt so nur so kleine Vorahnungen auf das, was uns erwartet, ja. Wo ich noch kurz mit drauf eingehen möchte, ist, weil vielleicht auch die ein oder andere Frage dazu kommen würde, wie kann ich denn mir so eine Partnerschaft vorstellen? Erstmal, wie komme ich denn auch zu einem Partner? Grundsätzlich ist es ja so, ich nenne es jetzt einfach mal, vielleicht habe ich es dann auch ein bisschen falsch ausgedrückt, aber oft ist ja, früher hat man gesagt, den Hof machen, also wo ein Mann praktisch oft dann eine Frau sozusagen Avancen macht und da, ich sage jetzt mal, wie in der Tierwelt so ein Balzverhalten teilweise anlegt, um die Frau zu bekommen. Das fällt hier auch weg. Und zwar ist es einfach so, wenn du in dieser Schwingung dich bewegst, kriegst du den Impuls von einem anderen entsprechend und guckst, auch wo was in Resonanz geht, also welche Schwingung passt zu mir. Das heißt, du bist ja auch viel mehr aufs Gefühl ausgerichtet und spürst dann auch, welcher Partner für dich praktisch geeignet ist. Also, ne, so. Und natürlich gibt es auch ein körperliches Annähern und auch ein Küssen. Also das ist nicht das Thema. Aber dieses "Ich will dich haben", das fällt komplett weg, weil es einfach aus der Freude heraus ist. Es ist aus der Dankbarkeit heraus und aus dem Wunsch, das alles gemeinsam zu erleben. Ja, also förderlich. Also kein Besitzdenken, Richtig. keine Eifersucht, braucht es dann alles nicht mehr. Genau, ja, genau so ist es. Und ist wahrscheinlich auch nicht, oder vielleicht gibt es auch das, so dieses Lebenslange, sondern es sind Lebensphasen wahrscheinlich, ja. So dieses ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Richtig, Ja. genau. Genau so ist es. Ja. Ganz spannend. Ja. Neue Erde, du hast gesagt, es entwickelt sich eine zweite Erde, also so quasi diese parallelen Ebenen. Magst du da noch ein bisschen erzählen? Also es ist ja so, dass es auch eine zweite physische Ebene geben wird. Wir werden uns zwar auf dieser Erde auch leichter bewegen. Also wir haben nicht das Gefühl, dieses Gewicht irgendwie dazu fortzubewegen, sondern wirklich auch leichtfüßiger das Ganze, weil die Energie mitschwingt sozusagen. Das ist wie, ich vergleiche es jetzt mal in Flughäfen zum Beispiel, kenne ich das. Es gibt diese Förderbänder, wo du dann drauf stellst dich und wirst dann transportiert. Und dieses Gefühl sozusagen, das wirst du dann auch entsprechend spüren. Und es wird genauso, wie gesagt, auch Pflanzen geben. Es wird auch Tiere geben, da gar keine Frage. Aber eben nicht mehr, wie wir es jetzt eben haben mit der Haltung, Tierhaltung an sich. Aus Tiere in dem Sinne ist das auch nicht mehr, weil es ist ja momentan bei uns so, dass wir hauptsächlich Haustiere haben für unser Bedürfnis. Ja, ich schaffe mir einen Hund an, ich schaffe mir eine Katze an, ich schaffe mir einen Hasen an oder was auch immer. Ja, ich. Und hier ist es so, dass diese Tiere frei sind. Und wenn sich ein Tier für dich entscheidet, dann kommt es auf dich zugelaufen, aber nicht umgekehrt. Ist oft ein Resonanzphänomen, ne? Richtig, genau so ist es. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, klar, gibt es auch Schulen, also wo Kinder natürlich auch zur Schule gehen. Allerdings der Unterricht läuft anders ab. Der Unterricht ist so aufgebaut, dass du praktisch erstmal die geistigen Gesetze kennenlernst und dann bekommst du Energielehre zum Beispiel. Energielehre ist nicht damit gemeint mit irgendwelchen Wärmegeschichten, sondern Energielehre ist zum Beispiel auch, du wirst in Auratechnik unterrichtet. Das wird ein Unterrichtsfach geben, Aura-Technik.
Und da lernst du sozusagen auch, was die Ausstrahlung in dir macht, was das bedeutet und wie du auf andere auch reagieren kannst, wie es heißt. Also das heißt, da gibt es keine mehr, die sagen können, Aura, was ist das? Oder ich kann gar nichts sehen oder so, sondern du bist wirklich in diesem Schwingungsfeld, wo jeder den anderen genauso wahrnehmen kann. Aber es gilt auch damit natürlich zu lernen, damit umzugehen. Weil wenn ich eine bestimmte Frequenz habe, so ist es auch jetzt in dieser Welt, dann habe ich natürlich eine viel höhere Verantwortung. Ja? Und das wird zum Beispiel in dieser Schule oder in diesen Schulen dann auch unterrichtet werden. Ja? Oder auch, wie ich zum Beispiel Materie erschaffe. Das dürfen die Kinder auch lernen. Ja? Also wie ich mir die Materie zu Nutzen machen kann. Also Aber eben verantwortungsbewusst, eben genauso ist schon es. als Kinder schon, ja. Ja, genau. Richtig, ja. Hier geht es wirklich darum, und dann natürlich kommt dann auch drauf an, also es gibt genauso am Anfang eine sogenannte Grundschule. In dieser Grundschule werden erstmal diese Themen alle besprochen, und zwar oder trainiert, gelernt, so dass die Menschen lernen, wirklich erstmal die Grundbedürfnisse im Leben zu meistern. Und danach gibt es weiterführende Schulen, wo sie dann hinkommen, um entsprechend auf ihre Fähigkeiten hin. Also ich sage mal, einer ist Mediziner, der andere ist ein Gelehrter, der nächste ist Pilot oder also so hat jeder so sein Fachgebiet. Ja. Und so gibt es entsprechend dann aber auch wirklich Fördermittel. Also die Kinder werden dann wirklich auch gefördert und kriegen wirklich die Fächer beigebracht, die sie auch letztendlich später brauchen. Ja, weil bei uns gibt es ja immer so einen Rundumschlag Ja. und da hast du ja oft Fächer, die du dann nachher eigentlich gar nicht mehr brauchst. Und hier geht es wirklich gezielt auf die entsprechenden Fähigkeiten dann auch ein. Ja. Ich glaube, da wird sich auch keiner nach der Lebensaufgabe fragen, so quasi, was ist meine Aufgabe hier, weil das, die ist immanent in uns drinnen. Bei uns wird sie nur oft blockiert, ja, und da wird sie frei sich entfalten lassen, ja. Ja, genau so ist es. Was können wir tun, wir zwei und unsere Zuseher und Zuseherinnen, um uns bereit zu machen? Ja, also ich sage ja immer nicht machen, sondern bereit machen. Also wahrscheinlich weniger tun, als von unserer Schwingung her uns einzustimmen, Feintuning, ja? Was können wir da tun? Also erstmal ist es natürlich, das erlebe ich ja auch bei vielen Mails, die ich erreiche, die mich erreichen. Viele fragen sich natürlich, wie gehe ich jetzt im Alltag mit solchen Informationen um? Was mache ich damit? In erster Linie kann ich wirklich sagen, und das muss ich da, weil ich höre ganz gerne auch oder sehe ihn auch ganz gerne, Kurt Tepperwein. Der ist ja da wirklich ein Pionier in den Bereichen. Und er hat von dieser 21er-Regel gesprochen. Wenn du also etwas 21 Mal, das heißt nicht am Tag 21 Mal, sondern generell 21 Mal wiederholst, geht es ins Unterbewusstsein und wird dort abgespeichert. Weil interessant ist es zum Beispiel, da kann ich aus meinem eigenen Leben sprechen, ich habe mich wirklich darauf eingestellt, positiv zu denken, also wirklich die positiven Dinge des Lebens anzunehmen. Und unbewusst habe ich das wirklich wahrscheinlich über diese 21 Mal gemacht, weil in letzter Zeit ist mir auch vieles widerfahren und ich habe trotzdem aber nicht auf das Negative geguckt, sondern immer auf das Positive. Also mein Unterbewusstsein ist schon so trainiert, da direkt drauf zu schauen. Also da kann ich zum Beispiel sowas machen. Oder wenn ich sage, das typische Thema, ich reg mich über was auf. So hat Tepperwein das beschrieben. Er hat da gesagt, Anfang, ich glaube, 79, seit 79 regt er sich nicht mehr auf und hat es praktisch so umgeändert, dass er da viel gelassener oder das sich entsprechend ganz anders mit umgeht. Und das kann ich zum Beispiel auch im Alltag trainieren. Also ich kann gucken, was stört mich an mir selber beispielsweise oder wo möchte ich das gerne verändern. Und dann kann ich diese 21er-Regel anwenden. Ja.
Oder was ich eben auch machen kann, was wir gerade am Anfang unseres Gespräches besprochen haben, ist das Bewusstsein. Also wirklich sich zum Beispiel, allein es geht schon los mit dem Kochen. Meine Zutaten, dass ich wirklich bewusst mich nur aufs Essen, also aufs Kochen einstelle, ohne darüber zu denken, da klingelt jetzt Telefon oder den muss ich auch noch anrufen oder da fährt gerade einer vorbei, was macht der da oder so, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu kochen. Mit Oder Liebe kocht. ja, auch genau, richtig, Liebe, Hingabe geben, Dankbarkeit mit einfließen lassen. Genauso auch beim Essen, wenn etwas zubereitet worden ist, dann, dass ich mich wirklich, also wir haben das jetzt mittlerweile so verändert, dass wir sagen, wir halten unseren Mund beim Essen. Wir reden nicht mehr. Wir können uns hinterher über alle Themen unterhalten. Aber der Punkt ist, wenn ich wirklich bewusst esse, brauche ich nur noch ein Drittel der Menge, weil ich nämlich nicht nur das Essen, also das physische Essen zu mir nehme, sondern auch die Energie, die dieses Essen beinhaltet. Das kann ich aber nicht, wenn ich entweder mich am Handy beschäftige oder Fernsehen gucke oder mit irgendjemand rede oder so, sondern es ist wie so ein Beiwerk. Ja, und dann habe ich natürlich auch mehr Appetit. Ja, also die selektive Wahrnehmung auf das Aufbauende und ich habe da so einen Satz, den ich liebe, welcher Gedanke fühlt sich besser an, ja? Also wenn zum Beispiel Ärger hochkommt, das passiert nun mal, ja, welcher Gedanke fühlt sich besser an, ja? Und dann kann ich die Aufmerksamkeit umpolen, ja? Und das ist wirklich eine Disziplin tagtäglich, ja? Das glaube Ganz, ich. ganz, ganz wertvoll, ja? Was ich auch ganz gut finde, also das habe ich früher, ich nenne es mal einfach verkehrt gemacht. Es geht ja in erster Linie auch um Wertschätzung und Achtung sich selber gegenüber. Und auch ich habe mich schon mal über was aufgeregt. Und früher bin ich immer hergegangen und gesagt, mein Gott, das darfst du nicht machen und so. Und heute sage ich, das gehört zum Menschsein dazu. Ich darf es, ich erlaube es mir. Und das Interessante ist, wenn ich in dem Fall es mir wirklich erlaubt habe, geht es nachher viel schneller weg. Weil wenn ich nämlich mehr Aufmerksamkeit versuche, um es wegzudrängen und sagen, ich will es nicht mehr, ich will es nicht mehr, gebe ich ihm viel mehr Energie und dann wird es viel größer und viel stärker, als wie wenn ich sage, ich erlaube mir das jetzt, ich darf das und das ist okay so. Und damit ist dann die Energie nachher ruckzuck wieder weg. Kann ich mich ganz schnell wieder ausrichten, mich wieder zentrieren. Hat Buddha gesagt, was auch immer du tust, liebe dich dafür, dass du es tust. Ja, also das sind zum Beispiel solche Alltagsgeschichten. Oder was ich auch in den Beratungen immer mal gerne mache, wenn ich sage, ich habe jetzt, nehmen wir mal, irgendeine Phobie von irgendwas, also eine besondere Angst. Das Problem ist für uns grundsätzlich, dass die Angst immer etwas ist, was unbekannt ist. Wir wissen nicht, wo es herkommt, wir wissen nicht, was es wirklich ist. Und dann sage ich, fange an, es zu personifizieren. Eine Person draus, lad es zum Kaffee ein. Und setzt euch beide an den Tisch und redet miteinander. Und das Interessante ist, ich habe das bei einigen schon erlebt, die haben tatsächlich damit die Angst auflösen können, weil es keine Unbekannte mehr war. Ja? Da ist wertvoll der Dialog der Hände. Also einen Dialog führen mit der Angst, ja? Weil im Dialog der Hände habe ich beide Gehirnhälften mit einbezogen. Und wenn ich über die linke Hand schreibe, also quasi in der Rolle der Angst, kommen oft ganz spannende Einsichten raus, ja? Ah ja. Also diese Personifizierung ist wichtig, aber dann noch schreiben mit der Angst, ja? Ah, okay. Ganz wertvoll, ja? Wieder was dazugelernt. Schön, ja, prima. Ja, also das sind so Tipps, die ich geben kann, die man im Alltag verwenden kann, um wirklich diese Thematik anzugehen. Und dann haben wir natürlich auch, wie gesagt, auch therapeutische Möglichkeiten noch, weil manchmal ist es natürlich, je nachdem, wie heftig die ganze Angelegenheit ist, braucht es manchmal von außen entsprechende Unterstützung. Und da kann ich aber wirklich sagen, wenn ich sage, ja, ich kenne aber keinen, dann sage ich, okay, liebe hohe geistige Welt, ich brauche jetzt für dieses Thema einen Therapeuten. Bitte sorgt dafür, dass ich einen kennenlerne oder dass mir einer begegnet oder so. Und das passiert tatsächlich. Ja. Ganz spannend. Was mir auch noch so wichtig erscheint, sind drei Emotionen: Zufriedenheit, Wertschätzung und Dankbarkeit.
Also wenn wir die drei mehr nehmen, Liebe sowieso, also Liebe ist für mich sowieso der Lebensweg eigentlich, die Antwort, die Lösung, das Heilmittel. Aber mehr Zufriedenheit in unserem Leben finden, mehr Wertschätzung anderen und uns selbst gegenüber, aber vor allem auch Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ist auch ein Endorphinausschütter. Also Dankbarkeit schenkt uns ja positive Körperchemie. Ja? Also allein das. Aber sie holt auch mehr Gesetz der Resonanz, mehr Dankenswertes in unser Leben. Ja? Also ich muss sagen, weil du das gerade ansprichst, ich habe das bei The Secret, bei dem Buch oder auch dem Film, hat ja einer von Dankbarkeit gesprochen und ich habe das am Anfang wirklich so gemacht, dass ich erst abends, wo ich mich bettfertig gemacht habe, dann nochmal den Tag Revue passieren lassen und so, dann dankbar war. Dann habe ich das auch mit morgens eingebaut, dass ich morgens aufstehe und dankbar bin, was ich alles habe und was ich erreicht habe und so. Und mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch durch die 21er-Regel so weit vertieft, dass ich nichts mehr für selbstverständlich erachte. Selbst wenn ich in der Dusche stehe und drehe den Wasserhahn auf, kommt warmes Wasser. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, weil es gibt Völker, die müssen kilometerweit laufen, um überhaupt Wasser zu bekommen. Das ist natürlich etwas, wo ich dann einfach festgestellt habe, egal was es ist, es gibt für mich keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja? Und diese Dankbarkeit, weil du das auch angesprochen hast, hat in mir einen gewissen Frieden geschaffen, wo ich gemerkt habe, dass es mir mit gut geht, dass ich wirklich Positives in mein Leben anziehe und dass ich merke auch, wie ich in die eigentliche Kraft, also in die Schöpferenergie komme und mein Leben so besser steuern und führen kann. Ja, weil wir auch, wenn wir Dankenswertes suchen, Ausschau halten, die selektive Wahrnehmung genau darauf richten, ja. Und es gibt ja unendlich viel. Also ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, Danke, mein Leben, ja. Und das war eine Zeit, während ich das geschrieben habe, die war so wertvoll und so wohltuend, ja, weil ich also ständig noch neue Dinge gefunden habe, die mir, obwohl ich so also extrem dankbar bin, im Alltag oft irgendwo vorübergehen, ja. Und da war ich wirklich mit der selektiven Wahrnehmung genau dort, ja. Also so 21er Regel, man kann auch sagen, eine Mondphase, 28 Tage ist auch ganz gut, weil wir im Hirn einfach neue Bahnen aufbauen, ja. Also wir können uns wirklich umerziehen und umprogrammieren, ja. Ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir tun dürfen? Gut, also wir haben jetzt, denke ich mal, den Alltag besprochen, was ich natürlich, klar, meine typischen Sätze, wenn ich was nicht verstehe, was gerade passiert, dann sage ich entweder alles ist gut, so wie es ist, um sich praktisch davon zu lösen, um es sozusagen dem Göttlichen zu übergeben. Oder was ich eben auch machen kann, dass ich sage, ich akzeptiere oder ich nehme die Situation an, so wie sie ist. Punkt. Und jetzt. Irgendeinen Sinn wird es schon haben. Genau. Ja. Ja, weil manchmal, ich kann nicht alles wissen. Es geht einfach nicht. Ich kann über den Tisch ran, wie Gott es nochmal kann, nicht hinausgucken. Und dann gehe ich lieber in die Haltung, wo ich sagen kann, Leute, bitte, ich weiß nicht, macht ihr. Ja? Und dann wirklich bereit sein, auch die Hilfe nicht nur zu fordern von der hohen geistigen Welt, sondern wirklich auch zu sagen, jetzt ziehe ich mich hier zurück und ihr übernehmt. Also auch wirklich zu sagen, ich nehme jetzt auch eure Hilfe dankend an. Manche Geschenke sind ja so verpackt, dass man sie nicht gleich als Geschenk erkennt. Richtig, das Und stimmt. dann eben bereit sein. Und also wir haben das oft wahrscheinlich schon erlebt, dass wir ein Nein bekommen vom Universum, von unserer Seele, von Gott, wer auch immer. Und nachhinein stellt sich dann heraus, Gott sei Dank, ja, weil da ist was viel Besseres gekommen, ja. Das stimmt. Also dieses Vertrauen auch zu haben, ja. Ja, und mit der geistigen Welt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns wirklich anschließen, ja, und uns öffnen dafür. Gerade in der jetzigen Zeit, im Moment geht es wirklich so turbulent zu und es wird noch heftiger. Also das kann ich definitiv wirklich sagen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns wirklich wieder an das Christusbewusstsein erinnern, das, was Jesus ja damals auch gepredigt hat, und diese göttliche Verbindung wieder in uns erkennen. Und wenn wir in dem Moment nicht weiter wissen, dann bitteschön
Dafür ist die hohe geistige Welt steht Mhm. parat für uns. Aber wir dürfen sie selber auch auffordern, es zu tun. Ja. Weil der freie Wille herrscht. Richtig, genau so ist es. Ja. Ja. Ich danke dir. Ich hoffe, das hat nicht nur uns wohlgetan, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zusehern. Und ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Wir haben noch einige spannende Themen auf Lager. Stimmt. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Ja, danke, danke, danke. Und danke dir für deine Aufmerksamkeit.